mein Name ist Helmut, komme aus Tirol und ich zeige in diesem kurzen Video, wie man O'Keefe's Slide als Solostück auf der Akustikgitarre spielen kann. Ich beginne mit dem ersten Takt, A-Moll. 3, 4. Kapotast habe ich übrigens am zweiten Bund, weil es für mich schöner klingt. 3, 4. Kommt ein G. 3, 4. 3, 4. Ich spiele jetzt die ersten zwei Takte bis zu dieser Stelle hier. 3, 4. Tempo und so weiter. Dann geht es wieder in diesen A-Moll, ist bekannt, und dann kommt eine kleine Variante. Ich spiele es vom Anfang an bis zu dieser Stelle hier. 3, 4. Noch einmal. 3, 4. Dann kommt noch einmal A-Moll und wieder eine Variante des G. Ich spiele es vom Anfang an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich spiele es bis zu dieser Stelle hier. 3, 4. Dann kommt der erste Schluss mit einem A-Moll. Und das ist der Auftakt dann für die Wiederholung. Ich spiele den kompletten ersten Teil mit dem ersten Schluss vom Anfang an bis zu dieser Stelle her. In langsamem Tempo. 3, 4. Im normalen Tempo. 3, 4. Und der zweite Schluss. Und dann kommt der Teil B. Barré auf zwei Seiten am fünften Bund und ich lege einen Ringfinger für diesen Siebener, den ich dann brauche, auf die dritte Seite. Ich spiele es ganz langsam. Ich spiele die ersten zwei Takte von hier bis hierher. 3, 4. Die nächsten zwei Takte, bis zu dieser Stelle hier. 3, 4. Entschuldigung. Ich spiele die ersten vier Takte. 1, 2, 3, 4. Bis zu dieser Stelle. 3, 4. Noch einmal. 3, 4.
mit dem Dreier. Kleiner Finger macht den Fünfer, dann spielst von hier bis zu dieser Stelle, also von diesem Pull-off. Dann wieder spiel es einmal durch vom Anfang an bis zum Ende im langsamen Tempo. 3, 4. Ich wünsche jetzt viel Erfolg beim Üben, viel Spaß mit dieser Nummer und bis zum nächsten Mal.